Ach, dann erzähl doch mal, du ehrbarer Händler. Erzähl mal deinen harmlosen Wildfremden, was du mit deinen Kamelen so machst. Und lass sie entscheiden, was du für einer bist. Aber bitte? Mein Name ist Rafsan Al-Habi. Ich bin ein ehrbarer... Kameldieb. Kamelhändler. Ich verkaufe Kamele für Goldstücke. Soll ich jetzt weitermachen oder nicht? 15 Goldstücke für eins mit zwei Höckern und 10 für eins mit einem Höcker. Fünfzehn, zehn. Die Kamele führe ich im Kreis herum. Ab und zu verkaufe ich eins. Das ist alles? Das ist alles. Und was hast du da um deinen Hals? Eine Kamelte. Eine was? Eine Kamelbürde. Eine Kamelpfeife. Und was macht man mit einer Kamelpfeife so? Hä? Pfeifen da die Kamele drauf? Nein, da pfeife ich... Was? Nein. Du heißt also Rafsan Al-Habi. Und du verkaufst Kamele. Und am Hals, da hast du eine... Kamelpfeife. Ihren Pfiff hören nur die Kamele. Hast du was gehört? Nö. Gut, sonst wärst du ja ein Kamel. Wenn meine Kamele noch klein sind, bringe ich ihnen bei, auf die Kamelpfeife zu hören. Ein Pfiff und sie kommen. Sind sie. Uru! Kommt ein Kameltreiber. Verkaufe ich ihm eins der Kamele für seine Karawane. Karawane wird beladen. In der Mitte mein Kamel, vorne der Kameltreiber. Die Karawane zieht los durch die Wüste. Und dann pfeife ich. Mein Kamel rennt zurück zu mir. Das bringt die ganze Karawane durcheinander. Manche Kamele laufen weg, andere fallen um. Der Kameltreiber auch. Wütend kommt der Kameltreiber zu mir zurück. Was kann ich für euch tun? Eure Karawane in alle Himmelsrichtungen aufgelöst. Nein. Braucht ihr vielleicht ein neues Kamel? Ja, da kann ich helfen. Und ich verkaufe ihm das Kamel. Das ist Betrug. Manchmal auch ein anderes. Immer noch Betrug. Das Leben ist hart und schwer.